Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Videoanalyse in Bobs Analystenstube. Wir haben gestern den DAX untersucht anhand Optionsdaten und Charts und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass er Platz bis 9.900 hat, über 9.900. Heute schauen wir uns mal die US-Börsen an, die US-Indizes, und da geht es als erstes mal los. Bevor wir zu den Optionsdaten, zu den anderen Indizes kommen, mit dem S&P 500. Hier haben wir gestern einen Anstieg gesehen und es fehlt nicht mehr viel für ein neues Allzeithoch. Und was wir hier noch nicht eingefügt haben, ist, dass diese Linie sehr wichtig ist, denn es ist die Nackenlinie einer umgekehrten SKS. Also ich bin mir sicher, dass das eine solche ist. Wieso? Weil bis jetzt noch kein Mensch die erkannt hat. Ich habe zumindest im Internet noch nichts darüber gelesen oder in den Newslettern, die ich da so bekomme. Also muss es wohl diese Formation geben. Wenn jeder die Formation sieht, dann ist es meistens schon zu spät, dass man die handeln kann. Aber nichtsdestotrotz, das sieht sehr gut aus und wir können davon ausgehen, wenn es zur Überschreitung der NL-Linie kommt, dann hätten wir ein Ziel, Moment, am oberen Bereich dieser Spiegelung. Die müssen wir jetzt mal nach oben verschieben. Da sehen Sie, ich mache es jetzt mal ganz krass, dann haben wir ein Ziel bei 1.981 Punkte, nicht in dieser Woche, sondern irgendwann in der Zukunft. Wenn die Nackenlinie überschritten wird, wie sieht es eigentlich sonst mit den Indizes aus? Da schauen wir uns als erstes mal den Dow Jones an. Der hat noch Platz kurzfristig bis 16.784, also 100 Punkte. Können wir davon ausgehen, das sind ungefähr 9 Punkte im S&P und dann könnte die Luft dünn werden. Interessant ist, dass der Dow Transports wieder mal vorläuft. Sie sehen es. Der hat bereits eine wichtige Widerstandslinie hier überschritten und ist demnach bereits jetzt auf ein neues historisches Hoch gestiegen. So, jetzt haben wir natürlich noch den den Nasdaq 100. Der den Abwärtstrend hier gebrochen hat, und bei dem wird es wirklich interessant, denn wenn es heute über 3613 geht, dann haben wir eine wichtige Widerstandslinie überschritten. Abwärtstrend ist bereits gebrochen. Hier haben wir auch noch eine Linie. Also dann könnte auch dieser Index wieder mal Stärke zeigen. Aber jetzt kommt's. Wir müssen uns ja, weil am kommenden Freitag ein kleiner Verfalltermin ansteht, auch die Optionsdaten anschauen. Und da steht der S&P Future, das sind die Optionsdaten auf den S&P Future, steht er vor einer wichtigen Widerstandszone. Bedenken Sie bitte, der S&P Future hat meistens einen Abschlag zum normalen Index von momentan 4,17 Punkte. Wenn also der S&P Future auf 1.900 Punkte steigt, dann würde der normale Index
den Sie jetzt hier nochmal sehen, bereits hier bei 1905 Punkte handeln und wäre dann ausgebrochen. Interessant ist die Marke von 1903 im Future, weil dann werden die Stillhalter eventuell dazu genötigt werden abzusichern und die würden dann eine Bewegung nach oben verstärken, die Platz hätte bis in den Bereich hier von 1920 Punkte. Und wenn wir uns mal jetzt anschauen, was unsere Optionsrange-Prognose sagt für den kommenden Freitag, wenn wir uns im Aufwärtstrend befinden, dann müsste der S&P abgerechnet werden auf oder über 1928 Punkten im Future, würde bedeuten, der normale Index würde steigen bis hier in den Bereich von 1932 zählen. Interessant ist, dass auch im neuen Verfallmonat hier die Marke von 1900 anhand der Calls noch ein Widerstand ist. Dann kommt also bei 1910 nichts und erst bei 1920 haben wir das höchste Call Open Interest. Also auch im neuen Verfallmonat, der sozusagen ab nächsten Freitag der Frontmonat wird, haben wir Platz bis in den Bereich von 1923, 1924, wenn hier dieser Optionswiderstand ausgenommen wird. So, und jetzt schalten wir mal um auf den E-Mini. Wie sieht es da aus? Da habe ich mal hier einen 4-Stunden-Chart vorbereitet. Und Sie wissen ja, wenn Sie öfters mal das Briefing lesen oder hier diese Videos betrachten, dass der Herr Bob meistens die Techniken von Joe Ross hier in dieser Software benutzt und dann Kursziele ableitet. Und wir sehen, anhand des 4-Stunden-Chartes haben sich hier mehrere Schiebezonen ausgebildet. Und mit dem Anstieg gestern ist der S&P Future über diese Signallinie gestiegen bei 1890 Punkte. Und damit besteht also für uns die Möglichkeit, ein Mindestziel auszuarbeiten anhand der üblichen Spiegelungstechnik. Und da muss ich nochmal zusammenstauchen, bevor wir da was Falsches machen. Dauert jetzt einen Moment. Stauchen wir das nochmal zusammen. Dann nehme ich ganz einfach hier die untere Marke und spiegel das Ganze nach oben. Und da hätten wir auch hier, Sie sehen es, den Bereich von 1928 als Zielzone, falls denn der S&P über dieser Marke von 1890 Punkten bleibt. Da möchte ich noch mal kurz auf den DAX umblenden. Der DAX ist heute Morgen bereits auf ein neues Hoch gestiegen, im Future auf 9752. Wir haben jetzt Viertel nach 8. Aber auch hier sehen Sie, wir haben eine Schiebezone, mehrere Schiebezonen im 4-Stunden-Chart überschritten. Und wenn wir hier die gleiche Prognosetechnik machen wie im S&P, dann hätten wir im DAX Platz sogar bis über 10.000 Punkte, nämlich 10.093. Ist jetzt etwas hochgegriffen, ist meiner Meinung nach nicht relevant, denn wir haben ja gestern bereits gesagt, 9.900 ist das Ziel, aber ich wollte Ihnen das hier doch trotzdem nicht vorenthalten. So. Jetzt müssen wir natürlich noch gleich abklopfen, was gegen diese Bewegung sprechen könnte für die nächsten Tage. Da schauen wir uns nochmal das Sentiment an. Da möchte ich als erstes mal den Aktienklimaindikator zeigen für Amerika. Der sagt uns nämlich hier unten, dass die Konsolidierung noch nicht beendet ist, weil er unter dieser blauen Signallinie liegt. Aber das könnte sich ja in den nächsten 2-3 Tagen ändern. Aber das restliche Sentiment ist weiterhin bullisch eingestellt. Dazu schalten wir jetzt mal um auf
die beiden Advanced, die kleinen Linien. Die eine berechnet sich anhand der an der Wall Street gehandelten US-Aktien, sind mehr als 3000 Stück. Und die zweite Linie berechnet sich anhand der 500 S&P-Aktien. Hier sehen Sie die beiden Advanced Kleinlinien. Hier oben ist der S&P 500, das Sentiment. Das steht weiterhin auf Kauf, schickt sich an, auf ein neues Mehrjahreshoch zu steigen. Hier unten haben wir die Advanced Kleinlinien aller US-Aktien in Dollar gehandelt. Die steht auch auf Kauf, ist bis an die blaue Linie sogar abgerutscht, aber auch hier alles noch im grünen Bereich. Und jetzt schauen wir uns nochmal einen weiteren Sentimentindikator an, und zwar die Anzahl der S&P-Aktien über der 200-Tage-Linie. Und da gab es jetzt vor 2 Tagen ein neues Kreuzungssignal mit dieser blauen Signallinie. Ich lege da immer so Signallinien rein, nur um zu sehen, sind wir jetzt grün oder rot. Grün bedeutet bullish, rot bedeutet bärisch. Und nach dieser bärischen Phase hat jetzt dieser Indikator diese blaue Linie gekreuzt. Und Sie sehen, der Hintergrund wird schon wieder grün. Das heißt, auch von diesem Indikator her ist alles im grünen Bereich. So, jetzt schalten wir hier nochmal um auf diesen kurzfristigen Indikator, weil der zeigt uns ja eigentlich an, wann ein Markt überkauft ist kurzfristig oder nicht. Das ist der Bull 18 Indikator gemittelt. Der zeigt an, wie viel S&P 500 Werte eine steigende 18-Tage-Linie haben mit einem Steigungswinkel von mehr als 0,1% pro Tag. Und Sie sehen, dieser Indikator hat auch nach oben gedreht und ist erst überkauft, wenn er hier diese rote Linie überschreitet oder vielleicht knapp darunter wieder nach unten abtreten. Sie sehen, da ist noch sehr viel Platz nach oben möglich. Jetzt kommen wir zu dem letzten Chart. Was kann einen weiteren Anstieg dagegen behindern? Erstens, wenn die Stillhalter die Macht haben, diese Bestände, die Sie hier sehen, bei 1.900, 1.910 zu verteidigen, bedeutet, der S&P Future wird nicht über diese Marke steigen. Der zweite Punkt ist der eben hier bereits kurz zu sehende Chart der Saisonalitäten. Dieser sagt, wir haben ein Tief zum 23.05. anhand dieser türkisen 10-Jahres-Linie, während die Linie ab 1980 in Lilla sagt, es darf auch zu einer Seitwärtstendenz kommen. Das ist der einzige Chart, der gegen einen Ausbruch stimmt. Ansonsten ist eigentlich alles mehr oder weniger bereit für weitere Kursgewinne auf ein neues historisches Hoch. So, gehen wir nochmal zurück zum E-Mini. Der E-Mini ist heute Morgen bereits wieder knapp 2 Punkte vorne. Bedeutet, wir werden heute Mittag eine Eröffnung im Plus sehen, wenn sich bis dahin nichts ändert. Und hier sehen Sie, das ist eine 4-Stunden-Kerze. Und diese 4-Stunden-Kerze zeigt für den S&P, der hat jetzt kurz auf den DAX umgeschaltet, für den S&P steigende Notierungen ab. Das ist ein sogenannter Phantomprognose. Und der sagt, es wird weiter nach oben gehen in der nächsten 4-Stunden-Kerze. Und auch für den DAX haben wir eine Kerze, die weiter in Richtung Norden zeigt. So, das ist jetzt wieder mal ein Film, der etwas länger geworden ist. Der Grund ist der, gestern hat sich jemand beschwert, er würde gern wissen, wie das Sentiment ist und wie die Saisonalitäten sind. Die habe ich jetzt heute nochmal mit hinzugenommen, deshalb ist der Film etwas länger. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass Sie noch dabei sind in Bobs Analystenstube und bedanke mich, dass Sie da waren. Und mein Name ist Thomas Bob und bis zum nächsten Mal. Tschüss.